Dann setze ich mal 100. 100? Das klingt menschlich. Scheint ein gutes Spiel zu werden. Na schön, da gehe ich mal mit. Oi, 100 Dollar. Na, nur Mut, mein Guter. Nein, ich passe. Das kommt nicht in Frage. Na gut, dann spiele ich. Na bitte sehr, das gefällt mir doch schon viel besser, Mr. Warder. Sie sind eben einer, der das Pokern völlig beherrscht. Noch einer? Ja, ich... Soll ich eventuell noch höher setzen? Na, Meister, wollen Sie mich herausfordern? Also bitte noch 10. 20. Oder nein, nicht 20, 30. Oder noch mehr? 40, 50? Nein, noch mehr? Wie viel denn? Na, vielleicht 100, Mr. Warder. 100 mehr, würde ich sagen. Nur 100. Wie viele Karten? 2. Und für Sie nehme ich an 3. Was? Wie? Oh. Ja, selbstverständlich. 3. Sie irren sich nicht. 3. Eine. Ist recht. Dann sage ich doch und 100. Die 100 bringe ich. Die 100 bringe ich natürlich auch. Und packe noch 50 obendrauf. Ich fühle richtig, dass das mein Pott ist. Du bist spitze, mein Junge. Ich passe. Wahrscheinlich verliere ich wieder alles bis auf die Unterhosen. Trotzdem werde ich das Risiko eingehen. Ich bringe die 50 mal zum Sehen. Für mich gelaufen, ich bin draußen. Na wunderbar, herrlich, klasse. Jetzt darf ich da mal bitten, ich meine, könnten wir da mal die Karten auf den Tisch legen? Na, selbstverständlich, das ist doch so, oder irre? Logo, wir werden aufdecken und uns wundern. Ich habe ein 7er voll. Nun aber nicht doch, wer wird denn so voreilig sein? Wollen Sie nicht wissen, was ich habe? Wieso? Haben Sie mehr? Würde ich sagen, ein Royal Flash. Kameraden nichts dagegen haben, zocke ich einen mit. Aber sicher, warum nicht? Hm. Wer ist denn das? Kennst du den? Du liest wohl keine Gazette. Ich schätze, du wirst uns schon noch sagen, wer du bist. Richtig. Der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, wer ist denn das? Irgendein Name mit dem großen Sack. Ich würde sagen, ich mische die Lappen erstmal richtig. Ich habe das Gefühl, die kleben ein bisschen von euren Schweißgröffeln. Na, was ist, Dicker? Kommst du ins Grübeln, was? So pokert man doch. Mischen, geben. Hm? Oder? Der guckt ja nicht mal, wie er gibt. Eine tolle Karte. 150. Also mit dieser Karte würden Sie gewinnen, was Sie wollen. Du hältst mal die Schnauze, ja? Ich bin dabei. Ich nicht. Ich passe. Sagen wir mal noch 200. Um Gottes Willen, Senior, passen Sie auf. Ich war mal ein reicher Mann. Ich hatte eine Riesenrentsche in Little Lake. Ich nehme eine. Und über Nacht war ich sie los. 2. Auf den, der sie mir abgenommen hat, hat man eine Belohnung von 20.000 Dollar ausgesetzt. Viel Geld. Ich bring mal deine 200, Fremder. Das ist klug von dir. Bisher ist es aber keinem gelungen, den Burschen zu fassen. Wer es nur versucht hat, der liegt heute schon unter der Erde. Also, wenn du mein Blatt sehen willst, dann musst du noch 400 dazu packen. Ich passe. Die 400 bringe ich und 2 dazu. Das heißt, du musst noch 200 bringen, wenn du sehen willst. Tja, also, wenn ich mir die Jungs so ansehe und noch mal richtig befrage, dann glaube ich, mische ich sie noch mal und versuche sie zu überreden, dass sie ein bisschen besser aussehen. Ja. Was hast du denn? Erst noch die 200 dazu. Full House mit Assen. Tut mir leid, reicht nicht. Ich habe eine Herzflöte bis zum König. Na bravo, ich gratuliere, Fremder, ich gratuliere. Bravo, Fremder. Du Minnesänger, du. Einen Moment mal, ja? Du hast doch beschissen. Beschissen? So eine weiche Masse in so einem harten Mund? Oh.
was von mir will, dem spiele ich ein Lied. Ja? Also bitte Sie, ich bin ganz aus dem Häuschen vor Freude. Sagen Sie, sind Sie Tennisspieler? Nein, nur Jäger. Jäger? Pelzjäger? Nein, Pelznießer. Aha. Jetzt nimm dir mal wieder dein Geld, was du verloren hast. Danke, vielmals, danke. So. Das hier, das sind nur meine Prozente. Das ist eine Prinzipfrage. Selbstverständlich, mit Recht auch, kann ich verstehen. Ach, übrigens, Sie haben gesagt, dass auf den Kopf von diesem Burschen 20.000 Dollar gesetzt sind. Wo finde ich den? Ich würde sagen, der treibt sich hier in Little Lake rum. In Little Lake? Aha, vielen Dank. Nichts zu danken. El Moro heißt der Bursche. Gemeinde, wir haben uns hier heute alle versammelt, um einem lieben Freund, das heißt das, was von ihm übrig geblieben ist, das letzte Geleit zu geben. Er ist nun der 1, 2, 3... Er war der 13. Er war unser 13. Sheriff, der beste, den wir hatten, Frank Benson. Er hat 6 Wochen lang den Stern des Sheriffs getragen und so den vorangegangenen Rekord des Amlebenbleibens um 7 Stunden 11 Sekunden geschlagen. Wenden wir deshalb unsere Gedanken dem zu, der sich jetzt in einer Welt befindet, die ihr alle, wenn es El Moro gefallen sollte, auch sehr bald erreichen werdet. Aber was soll's, trösten wir uns, Freunde, denn er ist da oben nicht allein. Seine Seele singt jetzt im Chor mit seinen geliebten Kollegen, die ihm vorangegangen sind. Mir ist fast so, als ob ich sie da oben alle zusammen ein Refrain singen höre. Hört doch, hört ihr nicht die Engelsstimmen? Haltet euch mal die Ohren zu, so wie ich es jetzt mache, und ihre himmlischen Stimmen werden in eure Herzen drängen. Papa, ich höre keine Stimmen. Die kannst du auch noch nicht hören, dafür bist du noch viel zu klein. Aber ich mahne euch, liebe Freunde, wir dürfen diejenigen nicht hassen, die uns verfolgen und uns böse wollen. Denn ihr wisst, es steht geschrieben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie man das? Meinen Sie nicht wissen, was sie tun? Ja, richtig. Es steht ja geschrieben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir müssen Erbarmen haben mit unseren Feinden. Genau. Denn wie steht es schon in der Bibel geschrieben, selig sind nur die, die uns verfolgen, denn sie werden eines Tages von uns getröstet werden. Selig sind die Verfolgten? Aber ja, so heißt es. Selig sind die Verfolgten, denn sie werden getröstet, aber das sagte ich ja schon. Papa, sieh doch mal, da hinten brennt doch was. Ted, um Gottes Willen, das kann doch nur unser Haus sein. Diese Schweine, diese unverschämten Schweine, ich bringe sie um, die Hunde. Jetzt habe ich die Schnauze voll von hier, los, komm mit. Passe keine übereilten Entschlüsse, Louis, du bist jetzt nur aufgeregt. Aber wenn es dir ernst ist, mit deinem Entschluss von hier fortzugehen, wir passen auf das auf, was von deinem Haus übrig bleibt. Ich schenke es dir, Reverend. Ich will nichts mehr davon hören und sehen. Feiglinge seid ihr. Ein widerliches Mistpack. Hey, 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 hey. Wir können es nicht mehr dulden, dass solche Situationen immer häufiger auftreten. Wir können uns von diesen Banditen nicht aus der Stadt heimlassen. Wir können nicht auf alles verzichten, was uns lieb und teuer ist, auf unsere Arbeit und Alter. Holen wir uns irgendwo ein. Wer soll uns denn helfen? Alle, die wir bereits engagiert haben als Sheriff, liegen jetzt schon unter der Erde. Na, es wird doch wohl möglich sein, einen zu finden, der diesem El Moro gewachsen ist. Ich meine, ohne selbst dabei ein tödliches Ding an die Birne zu kriegen. Wo sollen wir sowas herkriegen? Also für mich gibt es nur einen, der für so einen Posten in Frage kommen würde.
Der berühmte Red Jack. Ja, der dürfte aber für die nächsten 8 Jahre schon ausgebucht sein. Und wenn er nur so viel Zeit finden würde, um sich $20.000 zu verdienen. Wir können doch mal versuchen, ihn telegrafisch zu erreichen. Schön und gut, aber wer weiß, wo er steckt. Moment mal. Vor ein paar Wochen hat er die Bande des Lahm in Albuquerque auseinandergenommen. Aber wie? Vielleicht finden wir ihn da, man kann es ja mal versuchen. Also versuchen wir es. Hier, Koko, kommt was an. Ja. Recek antwortet. Ja, los, 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 los. Was sagt er? Nehme Angebot an. Na, stopp. Sehr gut. Ja. Werde kommenden Freitag in Little Lake sein. Haltet $20.000 bereit. Die Kopfgeldangelegenheit auf El Morro wird für mich am kommenden Sonnabend abgeschlossen sein. Stopp. Gezeichnet. Recek. Na wunderbar. Ja, Moment doch mal. Moment, was gibt's denn schon wieder? Ich will nicht dazwischenhaken, aber wer von uns hat das Gesicht von Recek schon mal gesehen? Woran sollen wir ihn erkennen? Woher sollen wir einen Fremden als Recek erkennen? Ich weiß das. Was weißt du? Ich habe Bilder gesammelt, die ihm auf den Kaugummis drauf sind. Da ist er auch drauf. Wie sieht er aus? Er trägt meistens einen roten Hut mit 3 Löchern drin, die von Pistolenkugeln stammen. Die Kugeln sind aber durch den Hut durchgegangen, aber er trägt ihn noch, weil es jetzt ein Maskottchen ist. Komm, Mami, hab dich nicht so. Hast wieder einen Hering quer gegessen. Du sollst dich immer Mami zu mir sagen. Ich heiße Mitzi und nicht Mami. Ich verstehe nicht, warum ihr Weißen die Manie habt, uns Schwarze immer Mami zu nennen. Nun reg dich wieder ab, Fräulein Mitzi. Ey, Mami! Mami! Wir haben schrecklichen Hunger. Ich könnte euch umbringen. Ich geb's besser auf. Rufst du uns, wenn das Essen fertig ist, ja? Alles gut und schön. Ich würde euch auch rufen zum Essen. Nur haben wir nichts mehr. Alles, was wir hatten, ist aufgebraucht. Ja, was machen wir denn jetzt? Der nächste Blind ist in St. Louis, 300 Kilometer von hier. Na, siehst du, da fällt euch nichts ein. Na, lasst mal Mami machen. Ich werde auch heute das Problem lösen. Oh. Das ist ein Schatz. Prima. Komm ich hier zur Shiloh Ranch? Geradeaus oder weiter links? Also wenn mich mein Geruch nicht täuscht, sind das Weiber.
vor, hatte mein Onkel doch recht, dass er mich nach Amerika geschickt hat. Mensch, bei uns trinken die Schafe im Wasser und hier schwimmen Weiber drin rum und wässern sich. Das hält man noch im Kopf nicht aus. Oh Mann, sind das Lappenhalter. Amerika bleibt eben doch Amerika. Ah, nein, nicht so. Ich hab sie noch nie rausgezogen. Und sie einfach so zuzugucken, das geht nicht. Ich hab noch nicht zugeguckt, ich hab mich höchstens gewundert. Kommt mal her. Nein, bitte lass mich laufen oder schwimmen. Nein, bitte lass mich doch in Ruhe. Ich bin nur ein ganz kleiner Fisch. Ich tue euch nichts. Nein, bitte nicht ins tiefe Wasser. Ich kann doch nicht schwimmen. Nein, bitte nicht. Nein, lass mich. Nein. Hilfe! Ich versaufe! Hilfe! Jetzt ist mein Hut weg! Hier kann ich nicht mehr grüßen! Du weg hast ist er! Hand. Was? Eine Hand? Wo denn? Junge, ist wasserblind! Hilfe! Was soll ich am. So, ich hoffe, das reicht dir als Lektion! Ah, lass mich wieder zurück, du! Ja, wer ist denn das? Das ist ja ein neuer Hut. Ja, der neue. Na siehst du, da hast du wieder einen neuen. Ja. Der steht ja auch viel besser. Ja, was? Oh, was? Och, ist das eine Hitze. Er sollte am Freitag schon hier sein. Heute ist Montag und wir haben noch nicht die Spur von ihm gesehen. Nicht sehr zuverlässig. Er musste durch Indianergebiet, vielleicht ist er hinüber. Red doch kein dummes Zeug, Mensch. Seit 20 Jahren sieht man schon keinen Indianer mehr in dieser Gegend. Leute, ganz wichtig. Ich hab ihn gesehen. Der tolle Killer mit dem roten Hut. Ich hab ihn gesehen. Na, Red Jack, der kommt gleich hierher. Was? Bist du auch ganz sicher? Ja, ganz sicher. Auf dem Kopf trägt er einen Hut mit 3 großen Löchern. Er ist es ganz bestimmt. Hey, Leute, Red Jack ist da. Ich hab ihn gesehen. Er kommt. Red Jack kommt. Kommt alle raus. Red Jack ist da. Ich hab ihn gesehen. Er kommt gleich. Es lebe Red Jack! Auch gegen den Red Jack, das macht der Moro schon, der böse Moro! Hier, ruf, den roten Jack schaff ich mir, mit dem rechne ich selbst ab. Bist du denn verrückt? Meine neuen Särge sollen die verfaulen? Du denkst an deine Särge und ich denk ans Bett, du Hohlflöte. Und meine Särge bleiben alle leer? Jetzt hör mal zu, entweder bleiben deine Särge leer oder mein Bett. Das möchte ich auch nicht. Seid gegrüßt, Fremder. Ja, ist recht. Meinetwegen. Ach, das ist eine Strapaze. Immer halb auf, halb ab. So. Sagen Sie, Verehrter, sind Sie Herr Schmidt, der Schmied? Ja, der bin ich. Ihr Glück. Also, einmal waschen und voll tanken. Auch Ölwechsel? Sicher, wo ist der Saloon? Gleich da links um die Ecke. Na, hoffentlich verlaufe ich mich da nicht. Verflucht immer diese Forstaufbrüche. Was wollt ihr denn von mir? Du brauchst keine Angst haben. Zieh dich nicht so. Zieh doch die Wände. Es besteht überhaupt kein Zweifel. Das ist niemand anders als Red Jack. Auch der Hut stimmt. Was ist denn mit meinem Hut? Den Hut habe ich gefunden. Vielleicht glaubt ihr mir das nicht, aber es ist wahr. Er wurde mir zugespielt, gespült. Ich schwöre es auch. Wenn er euch gehört, dann tut es mir leid. Entschuldigung. Ich meine, ich kann es beweisen hier. Er ist mir noch viel zu groß, nicht? Da sieht man's wieder. Die wirklich Großen sind alle gleich. Untertreiben pausenlos, wo sie nur können. Als Bürgermeister und Bankier entbiete ich euch allen den Willkommensgruß unserer Stadt. Wir kennen euch genau. Ihr seid Red Jack. Also, Red Jack, wollen Sie Ihre ewige Treue, Aufrichtigkeit, Gehorsam und ewige Bereitschaft in guten wie in schlechten Tagen, in Glück und in Unglück schwören, bis dass der Tod euch scheidet, dann antwortet mit Ja. Nein. Na wunderbar, dann übergebe ich euch diese Stadt. Das kann ich doch nicht annehmen. Du kannst es nicht, was ich nicht voll erkenne. Dann darf ich Sie hier mit dem Namen unserer Gemeinde zum Sheriff von Little Lake ernennen. Was denn, wer denn? Ich Sheriff? Nein, ich will zu meiner Mami. Macht hierbei noch Scherze. Ihm imponieren nicht mal die $20,000. Was war das? $20,000? Ja, Sie haben praktisch das große Los gezogen. Da gratuliere ich mir aber. Überrede dich, nehme an. Du, was hebt mich denn? Dieser Idiot da, wer ist das eigentlich? Ich habe nicht den blassesten Schimmer, aber Red Jack ist es nicht. Die scheinen aber überzeugt zu sein, dass er es ist. Wir haben keine Veranlassung, die darüber aufzuklären.
Wurde gerade abgegeben. Wenn du die Stadt nicht bis morgen Abend verlassen haben solltest, dann betrachte dich als toten Mann. Was? Die wollen meinen Tod? Die wollen mich umbringen! Man will mich umbringen! Man will mich umbringen! Hilfe, man will! Na, du, ihr könnt sie aber nicht parken. Das ist eine Hauptverkehrsstraße. Hilfe! Man will mich umbringen, Leute! Habt ihr gehört? Auf mich haben sie abgesehen! Auf mich! Ein ganz hübsches Plätzchen hier, findest du nicht? Es wird sich rausstellen. Und es kommt auf den Geschmack an. Und jetzt wollen wir unsere Gedanken Gott zuwenden, dass er unseren neuen Sheriff, dem er Kraft und Gesundheit gegeben hat, länger am Leben lässt als all seine Vorgänger und seine schützende Hand über dieses Städtchen hält. Amen. Amen. Das ist das Ende. El Moro und seine Banditen, die wollen mich krank machen. Ausgerechnet mich wollen sie in eine Bleimine verwandeln. Das geht doch nicht. Beruhige dich mal, mein Sohn. Du ängstigst dich, aber du hast keinen Grund dazu. Du, Sheriff, wegen meinem Geschäft wollte ich mal mit dir reden. Ich muss deine Maße haben. Maße? Ja. Wozu brauchst du meine Maße? Na, du. Die Maße. Ja, ich verstehe meine Maße. Timotheus, verschone den Sheriff in deinem Geschäft. Unser Sheriff braucht deine Dienste jetzt noch nicht. Bei Jack wird El Moro getötet haben, bevor das hier eine Geisterstadt geworden ist. Deshalb ist er ja hier. Nein. Oder ja. Ah. Also ich meine, warum will dieser El Moro denn alle Leute umpusten? Vielleicht ist er menschenscheu. Komm, Moment, mit raus spricht sich besser hier. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, die Schultern besonders breit und bequem zu arbeiten? Ein Sheriff muss schließlich ein Baum von einem Kerl sein, nicht? Kennen Sie noch Gary Cooper? Ja, bitte, wenn Sie mit... Aber in der Hüfte möchte ich es gerne etwas betont haben, das heißt in der Taille eng, sieht gut aus. Ach, Taille hin oder Taille her, die Form ist überall gleich, ob mit oder ohne Blei. Hör mal, Merkwürden, wenn Jack der Rote sagt, der große Rote sagt, er will sie eng, dann machst du sie eng. Eine enge Jacke sitzt doch viel besser und sieht auch viel besser aus, auch für Weiber. Eine Jacke? Wie kommst du denn auf eine Jacke? Na, du kannst dämliche Fragen stellen, die Sheriffjacke nehme ich an, sollst du doch wohl nähen, oder? Nein, ich bin nicht der Jackenschneider, ich bin der Jenseitsschneider. Der Jenseitsschneider? Ja, um einen guten Nag zu machen, braucht man ein bisschen Zeit. Und in dieser Hitze hier muss man für alles gerüstet sein, denn hier stinken die Leichen ganz erbärmlich. Was heißt hier stinken? Ich bin ja noch lange keine Leiche. Nein, noch nicht. Natürlich noch nicht, aber das ist alles nur eine Frage von Stunden. Also, was für Holz willst du haben? Was für Holz willst du, verrückt Mensch? Ich will reine Wolle. Ah, ich verstehe. Kein Geld ausgeben, aber erste Qualität. Habe ich alles hier, aber auch für seinen Sitzriesen. Günstig, nur einmal gebraucht, nur einmal. Hoffentlich gibt's hier was zu essen. Ich habe einen Hunger, ich könnte einen Bären reißen. Susi, was fummelst du denn so lange? Komm schon. In diesem Nest seht ihr hier alle aus, als ob ihr schon müde geboren seid. Nun komm schon. Ja, doch. Mein Knöchelchen tut weh. Meins auch. Immer die alte Tour mit dem Knöchel. Ja, Kindchen, wenn der Knöchel wehtut, das ist eine delikate Sache. Da kommst du später noch hin. Na, dann komm mal. Der Hut bleibt oben. So. Werden wir mal sehen, wie groß der Schaden wirklich ist. Ah, sieh an. Ich stelle mit Genugtuung fest, dass Sie sich doch entschlossen haben, etwas reinzuschleppen. Sehr richtig bemerkt. Bin ja als Schlepper hier engagiert. Das nenne ich Glück. Wir kommen in ein fremdes Nest und schon hat Susi den Jungen mit den goldenen Griffeln. Die goldenen Hände haben eine heilende Kraft. Aha. So, Kinder, jetzt schieben wir mal den Scherz beiseite. Oh. Sagen Sie, Troubadour, kriegen wir hier 5 Zimmer? Da würde ich an Ihrer Stelle mal mit dem Besitzer sprechen. Jenner hier, der dicke Folge. Entschuldigen Sie, Mister. Haben Sie 5 Einzelzimmer Nein, bitte nicht fragen. Ich habe in diesem Haus nichts mehr zu tun. Ich will hier weg. Hey, Piggy, weißt du was? Der Reverend kauft einen Salon. Hier sind die Kohlen, die ganzen Kohlen. Nett. Oh, ein Fremder. Schöner Fremder, bleiben Sie länger hier in der Gegend? Kommt drauf an. Dann muss ich sofort mal nachmessen, vorsichtshalber wegen der Fliegen, wenn es einem stinkt. Lassen Sie die Umstände, ich bin 1,80 groß, also wird der Kasten zu klein sein. Ein scheußlicher Tag, komm, Timotheus, ich unterschreibe alles. Ein Augenblick, sagen Sie, ich habe gehört, Sie wollen Ihre Dunststube verkaufen. Papiere. Was denn, 1000 Dollar für diesen ja, Salon? Ja, 1000, hier sind die, Mino. Weil diese Damen 1200 bieten. Wie? Das kann ich ja vorschießen. Abrechnen können wir dann später. Egal wie. Naturalien oder... Naja. Seine Pestilenz kann die Kohlen wieder einstecken. Er wird sehr zufrieden sein, kann er die Matte für wohltätige Zwecke verwenden. Dann blicke ich nicht durch. Jetzt bemühen wir uns schon seit Monaten, die ganze Stadt in unsere Hände zu kriegen.
Und kurz vor dem Ziel kommen so ein paar junge Weiber und durchkreuzen unsere Pläne. Das gefällt mir nicht. Die können uns doch keine Angst machen. Die können uns höchstens ins Bett locken. Wir können sie doch als Privatproviant fest zu unserem Haufen einbeziehen. Wenn hier ein paar hübsche junge Weiber auftauchen und hier bleiben wollen, dann ist das allein nicht die Gefahr. Viel schlimmer ist, dass alle anderen Kerle aus der ganzen Umgebung wie die verliebten Kater ankommen und unsere Arbeit zunichte machen. Chato? Ja, Boss. Du wirst noch in dieser Nacht die Angelegenheit in Ordnung bringen, ist das klar? Danke für den Befehl. Könnt ihr mir nicht denken, was wir lieber tun? Mein Feuerzeug nehme ich aber mit. So, jetzt macht euch an die Arbeit. Raus hier! Moment mal, Boss. Was sollen wir denn mit dem neuen Sheriff machen? Kümmert euch gar nicht um den, der ist froh, wenn er nicht gebissen wird. Solange die Leute denken, er ist ein Held, haben die Vertrauen zu ihm. Also schlafen Sie ruhig und werden uns nicht mehr in die Quere kommen. Das bedeutet, er passt uns lebendig besser in den Kram als tot. Das ist das, was die Männer unter einer gerechten Arbeitsteilung verstehen. Wir schuften uns zu Tode und der Herr spielt Gitarre. Gitarristenhände sind wie die eines Pistoleros. Sie verabscheuen grobe Arbeit. Na, ein Glück, da war Susi offenbar noch innerhalb der Gewichtsgrenzen, als du sie reingetragen hast. Aber Kate, ich verstehe dich nicht. Frauen sind doch wie Federn im Wind. Dann nehmt euch mal ein Beispiel, Susi versteht was davon. Ganz besonders was von Männern. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt soweit. Ich bin noch aufgeregter, als man als Anfängerin sein darf. Es heißt doch, die Männer im Wilden Westen seien so brutal und ich weiß ja noch nicht, wie das ist. In spätestens einer Woche weißt du alles darüber. Ich hoffe nur, die schlagen nichts kaputt. Was ist mit den Gläsern? Sind sie alle schon sauber geputzt? Dann können die werten Gäste ja wohl eintreten, nicht wahr? Herzlich willkommen im neuen Saloon von Little Lake. Der erste Drink geht selbstverständlich auf unsere Rechnung. Nein, bitte eine ganze Kleinigkeit noch. Da kein Ungeziefer im Haus ist, darf ich die Herrschaften bitten, die Waffen an der Garderobe abzugeben. Eine Waffe trägt auch so auf. Was ist, wenn mir einer was tun will? Dann kommst du hier zu Mami unter den Rock und versteckst dich. Wenn ich flitzen muss, dann lieber unter ihren hier. Ich glaube aber, der Rock wäre für dich zu gefährlich. Das Fleisch dürfte ein bisschen hart sein für deine Beißerchen. So, komm, jetzt haben wir uns wirklich genug unterhalten. Jetzt gibt's einen Drink. Das wird der schönste Abend seit Jahren! Aber nein, Gentlemen, immer reinspaziert. Moment bitte. Die Schießprügel wollen wir hier ablegen, damit kein Eierlikör aufkommt. Haben wir was an den Ohren oder hat die das wirklich gesagt? Was machen wir, wenn wir uns eine Zigarette anschießen wollen? Von dem Bengel trenne ich mich nie, nicht mal im Bett. Ist uns doch egal, mit wem du im Bett liegst oder nicht. Nun kommt schon, Jungs, tut, was die Tante sagt, sonst fangt ihr euch einen Satz heiße Ohren ein und sowas kann wehtun. Ja, warum auch nicht? Legen wir die Colts ab. Wir werden auch ohne viel Freude haben. So, hier sind die Kanonen. Aber nicht den Finger reinstecken. Nicht mal ans Spiel. Mein Himmel, ist der Mann umwerfend. Im Augenblick der größten Gefahr schläft er. Hey, Sheriff, wach auf! Die Männer von El Moro sind im Saloon! Jack, wach auf! Dieser Schreck! Entschuldige vielmals! Komm, steh auf! Du musst dich nur einmal zeigen, dann verschwinden die von selbst. Komm, mein Schatz, wir haben keine Minute Zeit. Mit diesem Colt hat schon Frank Kane auf viele Leute geschossen. Allerdings war sein Fehler, dass er nie getroffen hat. Nein. Oh, sieht ja gut aus. Und dieser Colt hier stammt von Jack Carter aus Oklahoma. Ach so. Und der Ballermann hier ist ein Andenken für mich. Von Bill, dem Schweigsamen. Der hier gehörte mit Gürtel dem großen John aus Kansas City. Er hat ihn nie benutzt. Und das hier ist nur ein Reserve-Colt, falls die anderen nicht funktionieren sollten. Und hier ist noch ein Reserve-Colt, falls der Reserve-Colt versagt. So, und jetzt noch die labile Mütze, damit du dich nicht erkältest. So, und jetzt komm, mach den anderen Angst. Nein, könnten die Bengels, denen die Colts hier gehören, nicht helfen, den Jungs Angst zu machen? Das würden sie gern tun, wenn sie nicht schon im Himmel wären. Aber in diesem Augenblick werden sie von oben alle ein wachsames Auge auf mich werfen. Du weißt warum, sie sehen in dir ihren Rächer. Und jetzt komm! Die sollen doch lieber verzeihen, ich bin doch gar nicht so rachsüchtig. Nur Mut! Was riecht denn hier so merkwürdig? Oh. Rauch mal eine Zigarre, das sieht männlich aus. So, jetzt rein mit dir. Gentlemen, darf ich Ihnen den Sheriff von Little Lake vorstellen? Eine bedeutende Ehre für uns, der Sheriff. Ja, ich wollte nur mal sehen, ob die Gläser sauber sind. Ist ja alles in Ordnung. Nein, du bleibst hier! Du kannst dich doch nicht bis auf die Knochen blamieren!
Sheriff, bleiben Sie ein bisschen bei uns. Ist so nett geheizt heute, ja? Sind doch so viele nette Menschen hier. Und falls was passiert, Ihr Sarg ist schon fertig. Aber ein Gläschen werden Sie doch mit uns trinken. Hätte ich gern. Ich meine, so etwas kann einem der Sheriff doch nicht abschlagen. Wir wussten ja nicht, dass Sie der berühmte Red Jack sind. Vergessen wir den Zwischenfall. Also, wenn es ums Schlucken geht, dann bin ich immer dabei. Ich will, dass ein Knochenbeißer haut das vom Pferd. Dass Sie Red Jack sind, das habe ich mir nicht träumen lassen. Bitte keine Publicity. Erlauben Sie, dass ich Ihre Hand drücke. Ja. Au, nicht so doll! Ich war doch früher mal Gynäkologe! Ist das eine Hand? Seien Sie nicht allzu grob zu ihm. Sagen Sie, Sheriff, wozu tragen Sie so viele Waffen, wenn Sie doch schon von Natur aus so stark sind? Ganz einfach, dann brauche ich nicht so oft nachzuladen, wenn ich beim Killen bin. Unübertrefflich, ein schlauer Fuchs. Ja, ist was Rechtes. Ein Fuchs bin ich, also nicht nur wegen der Rute. Zeigen Sie zur Saloon-Eröffnung Ihren berühmten Schießtrick mit den Karten. Ich spiele aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig gern Karten. Reiner Aberglaube, sowas kann gewaltig ins Auge gehen. Aber einmal nur, ich bitte Sie herzlich, im Namen unserer Gemeinde, zeigen Sie den Leuten mal, was Sie mit der Kanone können. Ach, ich weiß nicht. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Sheriff wird jetzt in der Luft diese beiden Herzen treffen. Also lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Da bin ich aber gespannt. Diese Nummer wollte ich schon immer bei Ihnen sehen. Na, aber vielleicht lassen wir das besser. Ich meine, wegen dem Krach nicht, die vielen kleinen Kinderchen, die schlafen doch vielleicht schon. Im Moment leben hier noch keine kleinen Kinder. Wie Sie wissen, sind die Damen erst seit einem halben Tag hier. Und so schnell geht das ja nicht, ne? Meine Damen und Herren, ein außergewöhnliches Schauspiel. Applaus bitte für den größten Historiker aller Zeiten. Sind Sie bereit, Jack? Ich muss mal überlegen. Augenblick noch. Ladies und Gentlemen, darf ich Sie bitten, etwas auseinanderzutreten? Und jetzt bitte... Schuss! Nun oh! Seht euch das an. Genau ins Auge. Grandios. Ausgezeichnet. Das kann doch gar nicht wahr sein. Der beste Sheriff, den wir je gehabt haben. Darf ich mal sehen? Das war ich, besteht da kein Zweifel? Ein wirklich ausgesprochener Superschuss. Also ich glaube, das war ein Glückstag. Das behalte ich als Andenken. Ausgezeichnet! Nachdem sich der Sheriff jetzt die ganze Zeit amüsiert hat, werden wir uns jetzt amüsieren! Passt aber auf, dass es nicht zu toll treibt. Wir sind ein junges, aufstrebendes Unternehmen und wollen keinen Ärger haben. Was würden denn die schönen Freundin sagen zu einer schönen Pokerpartie mit freiem Einsatz? Hä? Oder schlagt ihr mir so ein Spielchen ab? Hä? Uns machen nur die Leute Sorgen, die nicht zahlen, wenn sie verloren haben. Und davon gibt's leider genug. Aber Sie sind ja wohl ein Gentleman, hm? Ich verliere nie. Einmal ist für jeden das erste Mal. Richtig. Aber für viele kann das erste Mal auch das letzte Mal sein. Und genau das wird ja eines Tages blühen, Kerlchen. Du nimmst das Maul recht voll. Pass auf, du. Ja, was ist? Spielen wir im Stehen? Richtig, Kindchen. Aber einen hohen Einsatz bitte ich mir aus. Allzu hoch können wir nicht ran, denn wir sind ein junges Unternehmen und noch nicht sehr gut besattelt. Aber wer redet denn vor Geld? Ihr habt so viele hübsche kleine Sachen, wo es sich lohnt, sie zu gewinnen. Ja, behalt deine Griffel. So los, wo ist das Gebetbuch? Wenn ihr erlaubt, zocke ich mit. Ich spiele gern. Na, fabelhaft, da wird so eine richtige Partie, so ganz nach meinem Geschmack. Tja. Wollen Sie die Karten nachsehen, ob sie in Ordnung sind? Nein, lass mal, ich vertraue dir schon. Na gut, aber fragen muss man ja nicht. Ja, sicher, aber wir sind ja hier alles ehrenwerte Leute. Tja, dann wollen wir doch mal den Einsatz auf den Tisch legen, damit wir keine Überraschung erleben. Nun halt die Füße still, Baby. Hier sind meine Kohlen. Na fein, dann gebe ich mal die Karten. Vorsichtshalber zähle ich sie beim Mischen noch mal durch. Sicher ist sicher. Erstaunst du, oder? Ja, scheinen alle da zu sein. Sauber sind sie auch. Entkleben dürfen sie ja nicht. Hat die Gewerkschaft was dagegen? So. Also, ich mach nicht auf. Na, das will ich auch nicht hoffen, Gnädigste. Na, dann tut das der Papa mal mit 100 Dollar. Hm? Ich passe. Tut mir leid, aber ich habe keine Karte. Meine Kameraden sind mir sogar 500 Dollar wert. Man sagt von dir, du wärst ein ganz Großer. Ich weiß nicht, auf welchem Gebiet. Aber vielleicht wird es doch noch interessant. Interessant für wen? Es gibt überall Große und Kleine und ganz Kleine. Das sind dann die Eierdiebe. Und die streiken schon bei 500. Okay, 500 bringe ich auch. Sag mal, soll das eine Anspielung sein? Du musst von den Indianern abstammen, von dem Stamme der Schnellmerker, was? Ich trau diesem Johnny nicht, der tut so harmlos.
Solche haben meistens was auf der Pfanne. Es gibt auch Elefanten, Kamerad, die von einer Maus zertreten worden sind. Darum sieht man die auch so selten. Zwei, bitte. Eine. Ich nehme mal zwei. Sag mal, wenn wir den Topf hochräsen bis 1000, würdest du das aushalten? Bei 1000 lache ich. Hier sind sie. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Und die meisten Leute haben nur eine. Man sollte sich das reiflich überlegen. Ich sag mal 1500. 1500, die bringe ich zum Sehen. Das reicht mir aber noch lange nicht. Das wird jetzt nämlich noch ein bisschen härter. Mit der hübschen Karte sage ich doch mal 3000. Oh. Gebracht. Du verlierst Kopf und Kragen. Einen Kragen kann man beispielsweise nur verlieren, solange man einen trägt. Und ich trage oben offen und unten gerüscht, also was ist? Dann erhöhe ich auf 5000, Klugscheißer. Nun kommst du ins Grübeln, ne? Mann, so viel Geld habe ich ja noch nie gesehen. Siehst du, das schmeckt mir. 10.000. Die bringe ich auch. Da sind sie. Also, was hast du? Einen schlichten Dreiständer. Das reicht nur ganz und gar nicht, teurer Freund. Eine Straße. Momentchen mal, so schnell feuern die Indianer nicht. Ich bin ja auch noch da und... Pippi hat 4 Asse. Bitte schön, so sehen sie aus. Du Hund, lass mich beschissen! Jetzt aber nicht weg hier! Ich mach zum Zeugen auf! Timotheus, mischen Sie sich damit ein, vielleicht ist das ungesund. Ein Meter bleibst du wohl liegen, du. Und am besten ein Meter. Stecke dir jetzt in den Hals. Mit den Zeiten bin ich deine Eingeweide zusammen. Du aufgeblasener Affe. Hast du gehört? Sicher. Ich hab ja nichts an Ohren. Na komm, hol sie dir. Na komm schon. Hey. Taro. Na komm. Taro. Danke. Vielen Dank. Sehr freundlich. Was denn? Nochmal? Na komm. Na? Taro! Johnny, hinter dir! Taro! Taro, na du mach doch schon! Ab hier, du stehst in der Sonne! Taro! Taro! Hey, komm mal hoch. Komm hoch mit dem Hintern. Oh, nur Mut, mein Junge. Danke. Vielen Dank. Ha, ha, ha.
ihr seid ein solcher Haufen von Idioten. Lasst euch von so ein paar Weibern durcheinander bringen. Die haben mit Weibern nichts zu tun. Teufel sind das. Halt's Maul, du blöder Hund. Und dass du es überhaupt wagst zu sprechen, so wie du uns blamiert hast. Und außerdem waren die Weiber nicht allein. Ach nein, dieser Abklatsch von Red Jack, was? Von dem rede ich nicht. Aber von dem anderen Bastard mit der Gitarre. Was? Von wem redest du? Der hat uns alles eingebrockt. Wer ist denn da? Ich bin's, Johnny. Ich kann jetzt aber nicht aufmachen. Ich nehme gerade ein Bad. Ich muss aber was Wichtiges mit dir klären. Ach, da kommst du mitten in der Nacht in das Zimmer einer Frau, um eine wichtige Frage zu klären? Das ist eigentlich immer der Grund, weshalb ein Mann zu einer Frau ins Zimmer Nein, kommt. Nein, zu spät. Schade, dann schlaf gut. Gute Nacht. Verehrung? Also nun sprich dich aus, was war denn so wichtig? Na, ich wollte nur mal sehen, wie es meiner Partnerin so geht. Komm doch, Johnny. Komm zu mir. Das vertagen wir auf ein andermal, wenn es ruhiger ist, mein Liebling. Da parken gerade ein paar Leute ihren Zossen. Das sieht nach Stunk aus. Ach, übrigens, bei Partnerin fällt mir ein, das hätte ich fast vergessen. Die waren nur für einen Abend ausgeborgt, versteht sich. Und über die Prozente müssen wir auch noch ein paar Takte reden, was den Gewinn beim Pokern angeht. Das ist eine Prinzipfrage bei mir. Hau ab, du alter Egoist, du Torte, du! Verschwinde, mach, dass du rauskommst! So ein Scheusal! Was willst du denn hier? Psst. Ich möchte noch etwas Wichtiges mit dir besprechen, bevor ich schlafen gehe. Aber ich will nicht, dass es meine Schwestern erfahren. Psst. Johnny! Johnny, mach mal auf! Ich bin's, Pat! Habt ihr euch eigentlich heute Nacht alle bei mir verabredet? Was sagst du, Schatz? Oh, nichts, mein Liebling, gar nichts. Warte bitte einen Moment. Ich möchte nicht, dass mich meine Schwestern hier auf dem Korridor sehen. Nein, nein, du, ich glaube nicht, dass dieses Risiko besteht. Du versteckst dich jetzt hier und rührst dich nicht von der Stelle, hörst du? Ja. Johnny! Johnny, was machst du denn? Mach doch mal auf! Lässt du mich rein oder soll ich wieder gehen? Einen kleinen Augenblick noch, mein Liebling. Oh Mensch, Johnny. Johnny, wenn du mich noch länger warten lässt, gehe ich wieder. Bist du überhaupt noch da? Ich frag zum letzten Mal. Lässt du mich rein, sonst gehe ich. Ich zieh mir gerade was an. Wozu denn? Johnny, sag mal, wie lange brauchst du? Oh. Sag mal, was ist denn hier los, Stich im Wald? Diesmal kann sich Elmore nicht über uns beklagen, was? Saubere Arbeit, wie er es von uns gewöhnt ist. Hey! Jack, hast du die Schüsse nicht gehört? Wer hat denn die Schüsse geschossen? Bist du nun Sheriff oder was? Ja, ja, was soll ich denn machen? Also komm mit! Los! Du kommst jetzt mit! Ach, lass mich doch zufrieden! Meine Mentalität ist chinesisch! Ich sehe nichts, höre nichts, oder gab's doch noch was! Ah, oh, Donny, Donny, Betty!
Wo wollen die denn so spät in der Nacht noch hin? Wen interessiert das schon? Möchte ich nicht ein. Vielleicht reiten die nur so zum Vergnügen, die lieben Onkel. Oh, aber kapierst du denn nicht? Es wäre doch möglich, dass das die Leute von El Moro sind. Es könnte ja auch sein, dass El Moro dabei ist. El Moro, ja. Ja, vielleicht $20.000 waren das. Ja, oh. Geh, mein Schatz, schnapp ihn dir. Ich versuch's mal. Los! Ja! Hey, da sind sie. Sie kommen schon zurück. Na, wie war's? Alles glatt gegangen? Na ja, unser Freund ist voll. Der wird uns jetzt nicht mehr stören. Scheiß Gitarre auch nicht mehr. El Moro wird seine Freude haben. Sonst was Neues? Nee, das Alte ist ja noch nicht alle. Jemand. Oh. Nacht, Willi. Hey, Cisco, waren das die Kirchenglocken? Wer läutet denn um diese Zeit? Was solltest du dir merken? Da, wo Glocken geläutet werden, gibt's meistens auch einen Glöckner. Scheißerchen. Kann sich ganz friedlich ins Bettchen legen. Der wird sich wundern, wenn er aufwacht. Haben wir aber ein Handy gekriegt, was? Gut, jetzt kann Johnny seine Serenaden spielen. Was? Jetzt wird Johnny die Engelchen erfreuen. Also trotz allem ein ziemlich beschissener Tag. Ach, nein, dann wären wir los jetzt. Bald werden wir die Herren sein in der Stadt. Diesmal wirst du nicht den Händen des Gesetzes entgehen. Aber Junge, wie kannst du mich für El Moro halten? Entschuldige, dein Spielzeug. Dein Ballermann steckt mal wieder ein. Danke. Hände hoch. Red Jack lässt sich von einem Kerl wie dir nicht täuschen. Im Moment würde ich sagen, ist es besser, wenn wir von hier verschwinden. Hab keine Angst, ich werde dich vor der Lynchjustiz der Massen beschützen. Mhm. Er ist recht. Hey, du! Hm? Willst du mich nicht runterlassen? Na, komm, Kleiner. Sonst kommt ein Windzug und du sitzt in der nächsten Dachrinne. Hä? So, stehen kannst du allein, was? So, vorwärts. Ich garantiere dir einen ordentlichen Prozess, wonach du allerdings aufgehängt wirst. Irre ich mich oder habe ich was von Aufhängen gehört? Ist eine neue Kundschaft? Du siehst doch, ich habe gerade El Moro festgenommen. El Moro? Das soll El Moro sein? Sicher, ich habe das sofort bemerkt. Also schlagen wir hier Wurzeln oder gehen wir rein, Sheriff? Ich habe nämlich noch eine Menge zu erledigen. Das wäre ja scheußlich, wenn das El Moro ist, dann bin ich arbeitslos. Da kann ich meinen Laden zumachen. Tja, diesmal habe ich hier reingelegt, was? Soll ich da rein? Aber schnell, und zwar ohne Dummheiten. Na, wenn du so möchtest. Ja, so ist schön. Und wenn du dann Zeitvertreib brauchst, dann kannst du, wenn du willst, aber nur, wenn du brav bist, Karten spielen, aber mit dir allein. Ich nämlich spiele keine Karten. So, das hätten wir. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Bank aufmacht. Hol mir die Belohnung, sattle meinen Huhn und trabe gegen Mecker. Ja. Darf ich ein bisschen Gitarre spielen? Du kannst machen, was du willst. Sowieso dein letzter Wunsch. So eine Art Henkersgesang. An einem schönen Sommermorgen vergaß ich all meine Sorgen.
denn ich fand ein Hütlein fein, und das sollt fortan meins sein. Das Hütchens Farbe war knallrot, und der, der mir gehörte, war nun tot. Erschossen in ein Bächlein, darum hat das Hütchen Löchlein. Red Jack, so hieß der Mann, der ihn nicht mehr tragen kann, denn er ist tot wie ein alter Ast. Den Hut schnapp ich mir nun ganz keck und war für alle nun Red Jack. Little Egg fühlt sich durch mich gestärkt und ich bang, dass niemand diese Lüge merkt. Na, wie gefällt dir mein kleines Liedchen, hä? Überhaupt nicht! Sieh mal, mein Kleiner, das Schicksal hat es nicht nur gut mit dir gemeint wegen deinem schönen roten Hut. Das Schicksal meint es auch gut mit dem besten Freund von Red Jack. Und das ist Johnny mit der Gitarre. Weißt du, um aufgehängt zu werden, dafür bleibt noch genug Zeit. Du musst auf jeden Fall den Leuten draußen klar machen, dass El Modo immer noch im Gefängnis sitzt. Dann wird sich nämlich der echte El Modo zu sicher fühlen und wahrscheinlich einen Fehler machen. Und wenn du mir jetzt hilfst, dann werden wir ihn vielleicht beide zur Strecke bringen. Okay? Okay, verlass dich auf mich. Ich werde nicht lange weg sein. Ich bin bald wieder da. Okay. Die Klappe. Wollen Sie einen günstigen Sarg kaufen, Fremder? Ich bin hier, weil du meiner Meinung nach der Einzige in der Stadt bist, der mir helfen kann. Ich soll dir helfen? Ja, wie denn? Du kennst dich doch aus in der Umgebung von Little Lake. Als Leichenverbuddler verstehst du doch was von Erdbeschaffenheit. Ja, sicher, sicher. Das ist meine Spezialität. Da stehe ich. Kannst du mir sagen, wo man hier in der Gegend dieses Zeug finden kann? Um Gottes Willen, das ist ja die verfluchte Erde. Es interessiert mich weder, ob sie gesegnet, noch ob sie verflucht ist. Du sollst mir nur sagen, wo das Krümelzeug herstammt. Also was ist? Ich warte. Es ist nicht weit von hier. Draußen, hinter dem Felsgebirge, da am Tal des Todes. Das Tal des Todes ist groß. Ich möchte wissen, wo genau. Aus den Gräbern der Patsch-Patsch-Apachen. Ach, bei den Apachengräbern. Ja, bei den Apachengräbern, hinter den sieben Zedern, bei dem hohen, toten Totempfad, da wächst Basilikum, da sind die Gräber. Danke. Nein, geh da nicht hin, Fremder. Das ist die Domäne der Dämonen. Wer seinen Fuß dahin setzt, der kommt nicht wieder. Nicht mal als Leiche, und das ist für mein Geschäft schlecht. Der Dämon und ich sind Freunde. Wir haben einen Pakt geschlossen im vorigen Jahr. Was geht hier vor? Es schien mir so, als hätte ich Stimmen gehört. Nein, das waren nur Geister, die Kraniche des Ibikus und...
mal ein paar Schritte weiter, Grete. Soll das sein? Nicht lange? Wo gehst du denn hin? Warum antwortest du denn nicht? Oh Mann, bist du ein unruhiger Fummler. Ich finde das irre, du musst Ruhe. Du hast Kaufhause, ich bin gleich wieder da. Salon, machen Sie bitte auf. Sheriff, hören Sie mich. Geh wieder rein. Die soll ich hier nicht sehen. Ich will doch nicht meinen Posten verlieren. Gib mir mein Brötchen wieder. Ich komme ja schon. Ich beeil mich auch. Ja, ja. Oh. 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 Sheriff, Johnny ist unschuldig. Ich danke dir, mein Schatz. Ich hab doch gerochen, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt hör mir mal zu, Cowboy, so gut wie du kannst. Bild dir bloß keine Schwachheiten ein. Ich weiß genau, du bist nicht El Moro und darum kann ich nicht zulassen, dass man dich hier aufhängt. Aber alle anderen Sachen kannst du dir ruhig aus deinem Köpfchen schlagen. Du bist so unheimlich lieb. Wie mache ich das nur wieder gut? Hören Sie mal zu, Sheriff. Morgen telegrafiere ich nach St. Louis und werde verlangen, dass ein Beamter herkommt. Wenn einem Sheriff solche Irrtümer passieren, dann muss er abgelöst werden. Ich habe ja überhaupt nichts damit zu tun, Johnny ist... Was ist er? Ein fabelhafter Mensch, wollte der Sheriff sagen. Zigmal habe ich ihn davon überzeugen wollen, aber es geht ihm nicht in die Birne, in die Gelockte. Er wird statt meiner aufgehängt. Diesen hier. Hoffentlich reißt das Seil. Du machst nur Scherze. Das sind keine Scherze. Ich sagte nur, du bist ein Dickschädel und du redest viel zu viel. Du verscheißelst mich wohl. Tritt mal ein Stück beiseite, den Kerl schnapp ich mir jetzt, du! Ach so. Ihr Polizeimenschen seid doch alle gleich. Kaum haben Sie einen Gefangenen in der Zelle, wollen Sie schon anfangen, ihn zu foltern. Erfinde mal irgendwas, damit sie wieder abhaut, aber sofort. Ich hab noch zu tun. Wie denn? Also, so, die Besuchszeit ist jetzt vorbei. Also, kommen Sie mal prüfen. Das ist raus. Dass ich Sheriff bin. Also, jetzt raus. Lass Sie hier auch noch rein. Raus. Beschweren Sie sich, wo Sie wollen. Hier bin ich, der Chef. Sehr gut. Was diese Weiber sich einbilden. Was denn? Wieder typisch du nur. Schlechte Angewohnheiten. Wo willst du denn hin? Nein, da hau ich nicht normal gegen. Wenn die Nacht vorbei ist, haut der Lampi in die Schnauze. Wer ist da? Wir sind es! Tut mir leid, aber der Gefangene braucht Ruhe, und zwar dringende Ruhe. Oh, wir haben ihm was zu essen. Einen Moment, ich habe nur einen ganz kleinen. Nein, das Gesetz duldet keine Korruption. Oh. Johnny, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder du bleibst im Gefängnis, oder du hast... Hände hoch. Was ist? Nein, nicht doch... Zähne aus! Jetzt ist Feierabend, mein Sohn. Du kommst mit uns mit. Na, Gott sei Dank. Oh, danke, das halte ich jetzt aber mit keinem mehr. Red Jake, bist du da drin? Antworte doch! Red Jake, bist du da? Ich bin's, Penelope! Sag mal, schläfst du schon wieder? Das ist doch nicht möglich! Du musst mal zum Doktor gehen. Du musst ja krank sein. War das etwa eine von diesen Weibern? Lüg mich nicht an! Hör auf mit dem Quatsch, mach mir nichts vor. Oh, mein armer kleiner Liebling, warte, ich binde dich los. Oh. So. Ah, das war die Bande von El Moro und sie haben Johnny mitgenommen. Oh? Um Himmels Willen, da haben wir uns ja alle geirrt. Johnny ist nicht El Moro und El Moro ist nicht Johnny. Wenn Johnny El Moro wäre, dann hätten seine eigenen Männer ihn ja nicht weggeschleppt. Ach, wie konnte das nur passieren? Den großen Red Jack! Komm, du musst hinterher, du musst ihn befreien. Ja, ich werde ihn retten. Es sind zwar ein paar hundert, aber das mache ich mit links, im Stehen. Aber zur Vorsicht trommeln mir ein paar Leute zusammen, ja? Ja, okay, mein Liebling, ich eile. Warte doch, ich will auch mit raus. Johnny! Ich komme! Du Sau! Es wäre dir lieber, wenn ich dir eine Kugel in die Birne knalle, ja? Aber das wäre zu einfach und zu schade. Das würde dir so passen, ne? Du wirst noch nach dem Gnadenschuss winseln, du Ratte! Im Salon hast du mich fertig gemacht. Aber jetzt bin ich dran! Du wirst deine Rippen eine nach der anderen auskotzen. Wie gefällt dir das, ha? Jetzt sagt er nichts mehr. Jetzt hält er seine große Schnauze. Was habe ich denn nur? Aua!
viel Streicheleinheiten für den Süßen? So! Jetzt scheint's auch noch. Es ist nicht alles Schnee, was von oben kommt. So, und jetzt schlaft euch mal ein bisschen aus, dann geht die Unruhe weg. Boy, was machst du denn da mit meinem Fuß? Hm. Du denkst wohl, du kannst dir alles erlauben und frech werden, nur weil wir uns einmal geküsst haben, hm? Das wirst du lassen. Ich habe noch nicht vergessen, wie gemein du mich neulich behandelt hast. Hm. Aber auch nicht die feine Englische, sich so zu rächen. Hm. Sag mal, seit wie vielen Stunden liegst du schon neben mir? Seit 3 Tagen. Ah, das hättest du gern, hä? Au! Oh, nicht so stürmisch, junger Mann. Ich bin wahrscheinlich jetzt noch zu schwer für dich und deine Wunde. Du musst wissen, Kerle wie dich kenne ich genau. Warum hast du es eigentlich so eilig? Du glaubst wohl, das ist alles so einfach, hm? Weil wir zusammen eine kleine Gesellschaft gegründet haben? Wenn du glaubst, du kriegst alle Zinsen mit einem Mal zurück, dann irrst du dich. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich hoffe, du weißt jetzt, was ich... Morgen, Johnny Lyon, bist du schon aufgewacht? Pfui, Deibel, das habe ich nicht erwartet. Ich glaube, hier stören wir nur. Gestatte mal, ich muss mir das Schuhchen, das Zarte, vom Staub, dem Goldigen, befreien. Aber bitte, bitte. Oh, das ist ja... Oh, Sie waren bei den Apachen, bei den Gräbern, beim Basilikum, ja? Ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige, der die fürstliche Stätte aufsucht. Jemand, der in der Kirche war, muss auch dort gewesen sein. Wo ist denn der Reverend? In der Sakristei. Ja, bitte heran. Ist es gestattet? Ah, mein Sohn, wie schön. Ich bin hier, um von euch Hilfe zu erbitten. Ich, ein armer Pfarrer, wie soll ich dir helfen? Ich bin der Meinung, das könnten Sie. Sehr bald wahrscheinlich schon werden die Prüfungen der armen Schäfchen beendet sein. Das, mein Sohn, kann nur der Herr allein wissen und entscheiden. Der Herr und vielleicht noch jemand anders. Aber noch sind das ungelegte Eier. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was Little Lake retten kann. Und was, mein Sohn, soll das sein? Das Geheimnis möchte ich erst heute Abend im Saloon preisgeben. Und deshalb bitte ich Sie, auf jeden Fall dabei zu sein heute Abend. Sieh mal, mein Sohn, dieser Ort passt aber gar nicht zu einem Geistlichen wie mir, nur... Also bei besonderen Gelegenheiten vielleicht... Es ist eine besondere Gelegenheit und eine ganz besondere sogar. Und das ist noch nicht alles. Ab morgen wird El Moro nur noch eine ganz miese Erinnerung sein. Und aus diesem Grunde bitte ich Sie, mir zu helfen. Ja, aber wie denn, mein Sohn? Haben Sie bitte Vertrauen zu mir, Pater. Sie erlauben wohl. Ein höfliches Prost auf unseren gemeinsamen Erfolg. So, dann kommt mal her damit. Ja, so ist gut. Ihr Mädchen, hier hinten das ganze Zeug hin. Ja, legt es an die Theke. So ist schön. So ist gut. Und den ganzen Kram hinter die Theke. Wo sind die Besen? Die stehen schon hinter der Theke. Okay. Tja, und dann habe ich den ersten Banditen erledigt, nicht wahr? Und dann den zweiten und kurz danach den dritten. Dann den vierten und fünften, mit denen hatte ich am meisten zu tun. Und dann hatte ich die Schauze voll. Ich krieg den Blutrausch und gab ihm eine lange Rechte. Au! Na, ein Glück, Sheriff, dass Sie noch ein paar am Leben gelassen haben. Oh. Sagen Sie, auf wen warten wir hier eigentlich? Wissen Sie, warum der uns hierher bestellt hat? Ja, haben Sie noch etwas Geduld. Die ganz besonderen Gäste kommen ja erst noch. Und wer wird das sein? Ich habe El Moro eingeladen. Er muss jeden Augenblick hier sein. El Moro? Na, das glauben Sie doch wohl selbst nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie ernst mir das ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gott sei mit euch, meine Kinder. Guten Tag, Reverend. Guten Tag, meine Tochter. So, mein Sohn, da bin ich.
Einen Moment lang dachte ich schon, Sie hätten es sich anders überlegt. Bitte? Wir sind jetzt fast vollzählig. El Moro wird sich bald bemerkbar machen. Nur eine Frage von Minuten. Na, wenn er sich ja sehen lässt, dann bin ich ja noch da. Also ganz ruhig, Leute. Ich kann zwar keine so schönen Reden halten wie unser Reverend. Deshalb komme ich auch gleich zur Sache, liebe Freunde. Nun hört mal alle gut zu. Keiner von euch hat jemals gedacht, dass er eines Tages reich sein könnte. Reich? Wir sind das ärmste Nest in der ganzen Welt. Das ist ein Irrtum. Die ganzen Jahre schon habt ihr einen unsagbaren Schatz direkt vor der Haustür. Ja, genau. Ich habe gesagt, vor der Haustür. Denn unter euren Häusern befindet sich eine Goldmine. Eine alte Goldmine, von der kaum jemand etwas weiß. Ruhe, bitte! Darf ich um etwas Ruhe bitten? Ich bin noch nicht fertig. Es dauert nicht mehr allzu lange. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich Ihre Hilfe brauche, Reverend. Es ist eine alte Goldmine der Apachen. Als die weißen Kolonisten hier im Tal ankamen, haben sie die Indianer vertrieben. Besagte alte Mine geriet also in Vergessenheit, bis eines Tages jemand eine alte Karte fand. Eine geografische Lagekarte der Apachen. Und der Mann, der sie gefunden hat, war El Moro. Hört doch nicht auf die Worte eines Wahnsinnigen! Der will euch nur von mir trennen und auf die Straße des Verderbens führen! Macht euch an die Arbeit, nehmt die Schaufel und die Spitzhacken und sucht das Gold! Seid ihr wahnsinnig? Hört gefälligst auf den, der euch immer geholfen hat. Halt! Nein, ich lasse euch nicht raus. Seid ihr des Teufels? Das Gold ist die Verdammnis der gesamten Menschheit. Hört auf die Stimme eures Hirten, das habt ihr immer getan. Verkauft doch eure Seelen nicht dem Satan. Geben Sie die Tür frei, Pater, und lassen Sie uns durch. Das Gold gehört keinem anderen als uns. Nein, es gehört nicht euch. Wem gehört es denn sonst, Pater? Mir! Ihr möchtet es haben, aber es geht nicht. Die Karte gehört mir. Das Gold gehört mir. Alles gehört mir. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Das soll nicht unhöflich sein. Aber diese Apachenkarte habe ich von El Moro gestohlen. Auch er ist eins Ihrer Schäfchen. Den wollen Sie doch wohl nicht bestehlen. Ich bin El Moro. Und ich lasse das nicht zu. Meine Männer werden euch fertig machen und überrumpeln. Ihr verfluchten Hunde, wie könnt ihr es wagen? Seht ihr denn nicht, wohin ihr tretet? Vollidioten seid ihr! Sieh an, wir haben euch gar nicht mehr erwartet. Aber ihr kommt gerade noch rechtzeitig, um was aufs Maul zu kriegen, und zwar kräftig. Hoch die Flossen und raus mit der Zimmerflak, sonst qualmt's hier in der Bude. Lass die Griffel oben, sonst zieht die Hose aus. Mami, nimm mal den Gentleman ihre schweren Lümmels ab. Na, mit dem größten Vergnügen nehme ich den Herrn ihre Riemen ab. Und du auch, mein Kleiner. Jawohl, und du auch gleich. Was? Und hier ist die Artillerie. Das lassen wir uns nicht bieten. Richtig. Johnny! Ja, will uns erst ein Ständchen bringen? Los, kommt! Na sicher, nur kommt mal näher, damit er es besser hört. Vater, noch kein Grund zum Gehen, die Fete ist noch nicht vorbei. Gestatten Sie, da lasse ich mal ein bisschen die Luft raus. Oh!
Hey, du. Ja? Hör mal, du als Regal am Verehrung. Danke, ja. In meine Position. Aha. Gut schön. Halt schön still. Was soll das? Gut, ne? Ich danke euch, Freunde. Ihr habt mich gut unterstützt. Johnny, ich freue mich, dass du noch am Leben bist. Komm, darauf nehmen wir ein Gläschen Whisky in den Mund. Was? Aber in Trink mal rein. Hallo! Hey, was ist? Moment mal, Leute. Strengt euch doch bitte nicht völlig umsonst an. Ihr sollt herhören. Hört euch an, was unser Freund sagt. Was will er denn sagen? Etwa, dass hier kein Gold mehr liegt? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Was soll das heißen? Dass hier heute eben kein Gold mehr ist. Und wer hat das genommen? Niemand. Die Mine ist einfach erschöpft. Wie, meine Whiskyflasche? Genau so. Die Mine ist ausgeräumt. Sie ist einfach leer. Aber was ist mit der Karte? Die hier? Das ist ein bekannt alter Indianertrick. Sie ist nichts weiter als eine plumpe Fälschung, die irgend so ein Dilettant hingezaubert hat. Sie riecht auch nicht alt. Das Leder muss also neu sein. Bleichgesicht. Erachte meine große Kunst nicht, hau. Du magst recht haben, das Leder ist neu. Aber die Farben sind wirklich aus Pflanzen gemacht, wie Vater von meinem Vater mir gelernt. Aha. Nun sei doch nicht beleidigt, Sitting Bull. Aber ein Picasso wirst du bestimmt nicht. Auf jeden Fall macht dir nichts draus. Es gibt im Leben immer Sachen, die man ein bisschen besser machen kann. Au. Hoffen wir, dass wenigstens die Gewalttaten von Aimoro ein Ende haben, damit wir mal zur Ruhe kommen. Versteht ihr mich, Männer? Ja, ja, ja. Wir werden ja sehen. Master Johnny! Master Johnny! Einer von den Banditen scheint zu fehlen. Ich habe sie immer und immer wieder durchgezählt, aber einer fehlt. Überleg mal, wer ist der Übelste von dem Haufen? El Moro. Na, ganz einfach. Er ist es, der fehlt. El Moro! Nein, keine Waffen, bitte. Dafür habe ich Spürhunde. Das habe ich gerochen an dem Kerl. Das ist eben ein Profi. Ah. Komm mal hoch, mein Schöner. Jetzt schnüffel mal deinen ehemaligen Boss auf. Weshalb denn? Da fragst du. El Moro hat dich reingelegt. Die Mine ist leer. So ein Schwein. Dem hau ich auf die Schnauze, dass ihm die Nase... Heb dir für später auf. Jetzt such ihn erst mal. Vielleicht wäre es besser, du nimmst die anderen Penner mit. Dann würde ich ihn zunächst mal im Tal des Todes suchen. Los, ihr Schlappmänner, habt genug geschlafen. Oh, wir müssen unseren nächsten Boss suchen. Komm. Eins verstehe ich nicht. Du behauptest, hier ist eine Goldmine. Du machst alle wild, dann sagst du wieder, sie ist wertlos und dann lässt du El Moro laufen. Ich kann ihn laufen lassen, denn ich weiß ja, wo er zu finden ist. Da gehe ich jetzt hin und schnapp ihn mir. Die Sache mit der Goldmine war ein Trick, damit er sich verrät. So kann ich den Kerl wenigstens ausschlachten mit ein paar Dollar. Wenn kein Gold mehr in der Mine ist, dann mache ich El Moro eben zu Gold. Hm? Wenn er recht hat, hat er recht. Wo will er denn hin? Hinab in die Unterwelt. Wer ist da? Die Stimme deines Gewissens, Reverend. Oder soll ich besser El Moro zu dir sagen? Wenn du es bist, Johnny, dann komm ruhig her. Ich werde dir jetzt deine Totenmesse lesen. Das ist, glaube ich, ein Schuss in den Ofen, mein Freund. Wir wissen alle, dass du ein falscher Pfaffe bist, also kannst du auch keine Totenmesse lesen. Du sitzt in der Falle, einen Ausweg gibt es nicht. Ich bin hier, El Moro, und würde dir raten, ergib dich. Sonst blase ich dir die Birne weg. Niemals! Vorher würde ich dir abknallen wie einen Hund. Ich komme hier schon raus. Es gibt einen Geheimausgang zum Tal des Todes. Ja, das ist mir bekannt, aber allerdings wirst du da draußen von deinen alten Kumpels erwartet. Und die erwarten ihren Boss, um ihn aufzuhängen, weil er sie angeschissen hat. Das glaube ich nicht. Glaub mir, der Ofen ist aus. Gehst du vorn raus, wirst du vom Volk gelyncht.
Was soll ich machen? Johnny! Johnny? Die Schleppen sagen! Er riecht mehr als ein Elefant. Er hat mit ihm abgerechnet. Er hat ihn umgelegt. Schneider hat eine gerechte Strafe. Ja. Sah gar nicht so fett aus. Der Nag war ein Mann. Der war ein Meisterstück von mir. Den habe ich aus dem bestem Holz gemacht und erst dann dreimal benutzt, Panne, dass er jetzt als Walzer eingesetzt wird. Scheiße, Ende für einen Boss. Er hätte öffentlich gehängt werden müssen. Wie sich's für einen Bandenboss gehört. Hey! Ihr hört, wie er Höllenqualen leidet. Das kommt davon, weil er jetzt schon schmort in der Hölle. Tja, ja. 19.900 sind 20.000. Zufrieden? Da fehlen noch 100. Der kann nicht zählen. Keine Fachkräfte. Das wird bald anders mit den Arbeitslosen. Also, alles Gute, Johnny. Und ich danke Ihnen im Namen unserer Stadt. Auf Wiedersehen. Und gute Reise wünsche ich Ihnen. Danke. Macht's gut, Leute. Johnny, Johnny. Mhm. Oh, bitte, bitte, geh nicht weg. Bitte bleib bei mir, bitte. Das geht nicht, Luchen. Aber beruhige dich. Ich komme wieder, deinetwegen. Dann gib mir noch ein kleines Küsschen. Johnny, bitte bleib. Du darfst nicht weggehen. Mein Pettilein, ich komme bestimmt wieder, deinetwegen. Küsschen. Küsschen. Johnny, Johnny. Hier. Es ist unmöglich, dass du uns hier allein lässt. Ich brauche dich. Oh, Susilein. Ich komme deinetwegen nieder. Wieder, meine ich. Meinetwegen musst du keine Tränen vergießen. Ich komme bestimmt wieder. Machen Sie es gut, Johnny, und gute Reise. Danke. Tja, Timotheus, es tut mir leid. Ich war kein gutes Geschäft für dich. Aber was nicht ist, kann auch werden. Mach's gut, Red Jack. Halte ich gut, Junge. Hoffentlich stirbt er nicht woanders. Er ist so schön groß, da braucht man viel Holz. Also, vergesst mich nicht. Der Herr beschütze euch. Mahlzeit. Dich sehe ich sowieso mal wieder, du Schwein. So, jetzt habe ich dich, Cowboy, und diesmal entwischst du mir nicht. Irrtum, was du von mir hast, ist die Gitarre. Aber sei nicht traurig. Darum liebe ich die Gitarre. Sie rettet mich vor jeder Gefahr. Oh, nun mach nicht so ein bedrückten Kätchen. Zu dir komme ich ganz bestimmt zurück, schon um meine Prozente vom Saloon zu kassieren, Püppchen. Du meinst unsere Prozente, Johnny. Auch in Ordnung. Oh, ich liebe dich. Ja, das spricht für deinen guten Geschmack. Warte bitte auf mich, du kannst mich doch nicht allein zurücklassen. Hier werde ich doch wahnsinnig. Nimm mich mit. Ich arbeite nicht mit eigenem Sheriff. Ich habe meine Gitarre. Ach, Gitarre hin, Gitarre her. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Willst du mich wieder verhaften? Nein, ich weiß mit Gitarrenseiten gut Bescheid. Wenn du mich mitnimmst, ist deine Gitarre immer in Ordnung. Wozu denn? Sie wäre immer einsatzbereit. Man brauchte nur zu sagen, Johnny, lad die Gitarre durch. Na, das klingt, was? Also schön, steig auf. Aber ein bisschen helfen musst du schon. Ja, Kraft. Ja. Ich schwöre dir, bevor ich noch mal einen fremden Hut aufsetze, lass ich mir lieber die Birne abhacken.